Eure Karl Meisters lesen aus Weihnacht. Winnetou und Old Shatterhand in ihrem ungewöhnlichsten Abenteuer. Die große Charity-Lesung zugunsten der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe. Let's go! Kapitel 19. Hallo, mein Name ist Marco Valenta, ich bin der Winnetou-Darsteller der Karl-May-Spiele Felsen Wagram aus Niederösterreich und ich lese für euch Kapitel 19. Also, diese Worte lenkten alle Augen auf mich. Warum gerade diesen Herrn? Fragte der Wirt erstaunt. Weil er es wahrscheinlich gewesen ist, denn ich habe ihm alles erzählt. Das war eine großartige Unvorsichtigkeit von mir, die ich schwer bereue. Ich nahm diese Anschuldigung in Anbetracht der Aufregung, in der sich Watter befand, ruhig hin. Der Wirt achtete nicht darauf und forderte ihn auf, ihn auf das Zimmer zu begleiten, wo der Diebstahl stattgefunden hatte. Als sie gingen, wandte sich Watter an der Tür noch einmal um und rief dem Oberkellner zu, »Mr. Rost, passt auf diesen Deutschen scharf auf, bis ich wiederkomme. Er darf das Zimmer nicht verlassen.« Hiller war über meine Gleichgültigkeit sehr erstaunt. Die Wirtin und der Oberkellner baten mich, die Worte des zornigen Goldsuchers nicht so ernst zu nehmen. Er sei noch böse darüber, dass er gestern eine so kräftige Lehre von mir erhalten hatte. »Ahnen denn die Wirtsleute nicht, dass Sie Old Shatterhand sind?« fragte mich Hiller leise. »Sie befinden sich in voller Unwissenheit darüber«, antwortete ich ihm. »Ich würde es Ihnen sagen. Warum? Weil man sich dann bezüglich des auf Sie geworfenen Verdachtes ganz anders gegen Sie verhalten würde. Oh, diese Leute wissen wohl, dass ich der Dieb nicht bin. Und wenn es anderen einfallen sollte, auf die albernen Verdächtigungen zu hören, so werde ich Ihnen meinen Namen nennen, der Sie eines Besseren belehren wird. Ja, denn der Name Old Shatterhand ist so gedacht, dass er Ihnen als Beweis Ihrer Ehrlichkeit dienen würde. Der Wirt kam mit Watter zurück. Er hat einen Boten zum Sheriffs Office geschickt. Wenn der Sheriff keine Klarheit in die Sache bringen kann, so bleibt sie ein Geheimnis für alle Zeit. Ich kann nicht begreifen, wie das zugegangen ist. Ich auch nicht, stimmte Watter bei. Der Vorgang an sich ist mir vollständig unerklärlich. Desto besser aber weiß ich, wer der Halunke ist, der mich zum armen Mann gemacht hat oder vielmehr hat machen wollen. Es ist noch da und ich hoffe, man wird ihn zu zwingen wissen, den Ort anzugeben, wohin er meine Nuggets gesteckt hat. Ich bleibe hier sitzen und lasse ihn nicht von der Stelle, bis der Sheriff gekommen ist. Er setzte sich mir, giftige, hasserfüllte Blicke zuwerfend, zwischen mich und die Türe. Er schwieg auch jetzt. Der Wirt aber sagte zu ihm, »Ich habe jetzt schon oben in eurem Zimmer von mir gehört, dass ihr mit eurem Verdacht auf ganz falschem Weg seid. Der Dieb ist jedenfalls an einem anderen Ort als hier in meinem Haus zu suchen. Tja, das weiß ich besser.« Er würde sich hüten, sich hierher zu setzen. Oh, es gibt freche Gesellen, die gerade dadurch, dass sie bleiben, den Verdacht von sich ab und auf Unschuldige lenken wollen. Ich kenne diese Kniffe, denn ich bin ein alter, erfahrener Westman, der sich nicht so leicht etwas weismachen lässt. Da erschien der Sheriff mit seinem Deputy an der Tür, blieb stehen. Der Sheriff fragte, »Wo ist Mr. Watter, der Bestohlene?« Dieser sprang auf und stellte sich vor. Er erzählte, was er vorher dem Wirt mitgeteilt hatte, und sprach dann seinen gegen mich gerichteten Verdacht aus. Hierauf erkundigte sich der Beamte bei ihm. »Habt ihr auch anderen Leuten gesagt, wo sich die Nuggets befunden haben?«
Nein, keinem Menschen. Und ihr bleibt bei dem Verdacht? Ja. Zumal dieser Deutsche gestern unbedachterweise ein Wort über diesen Diebstahl fallen ließ. Ah, das gibt freilich zu denken. Er zog die Stirn in Falten, nahm mich mit einem fast beleidigenden Blick in Augenschein und kam auf mich zu und forschte. Ihr seid ein Deutscher? Ja. Und ihr? Ein Yankee. Hört? Mann, hier habe ich zu fragen und nicht ihr. Wer will es mir verbieten zu fragen? Und wer oder was jemand ist, der mit mir spricht? Donnerwetter, ich bin der Sheriff. Schön, das muss doch mal gesagt werden, weil der Mensch nun einmal nicht allwissend sein kann. Jetzt stehe ich euch zur Verfügung. Ich werde euren Fragen, solange sie höflich sind, auch gerne beantworten. Ich muss euch vernehmen, ich werde euch verhaften, wenn es mir beliebt. Das werdet ihr freilich nicht. Wer will es mir verwehren? Ich. Er trat einen Schritt zurück, unterwarf mich mit einer spöttischen Betrachtung und lachte. Ihr? Mir verwehren? Sagt mir doch einmal, gütigst, wie ihr das anfangen würdet. Soll ich es euch lieber zeigen? Well, nickte er. Bin sehr neugierig darauf. Ich packte ihn sofort an der Brust und am Oberschenkel, hob ihn hoch empor, trug ihn zum offenen Fenster und erklärte. Hier hinaus würde ich euch werfen, Sir. Da ihr mir aber die Verhaftung bis jetzt noch nicht angekündigt habt, so werde ich euch einstweilen wieder dahin tun, wo ich euch weggenommen hatte. So, da steht ihr wieder. Ich hatte ihn zurückgetragen und vor meinen Tisch abgestellt. Er hatte vor Überraschung kein Glied bewegt. Jetzt aber wurde er umso lebendiger. Hört ihr? Ihr habt euch am Sheriff vergriffen, donnerte er mich an. Wisst ihr, was das heißt? Vergriffen? Dass ich nicht wüsste. Ihr habt mich aufgefordert und ich bin dieser Aufforderung gefolgt. Dafür habe ich Zeugen. Mann, ich werde doch noch anders mit euch reden, als ihr es zu ahnen scheint. Es scheint fast, dass ihr die Gesetze des Staates Missouri besser kenne als ihr. Es darf nämlich hier ohne richterlichen Befehl keine Verhaftung vorgenommen werden. Wisst ihr das? Wo habt ihr diesen Befehl? Alle Teufel, das ist eine ganz polizeiliche Belehrung, die ihr mir da haltet, rief er aus, bemüht seine Verlegenheit zu verbergen. Also, höflich und freundlich soll ich mit euch sein. Well, wollen es versuchen. Habt ihr die Nuggets gestohlen, Mr. Meyer? No, nicht? Also werden wir einmal in eurem Zimmer nachsuchen. Das dulde ich nicht. Denn nach dem Gesetz des Staates Missouri bedarf es zu einer Durchsuchung ebenfalls eines richterlichen Befehls. Ich bin erstaunt. Ihr, der Ausländer, scheint unsere Gesetze ja förmlich bis ins Detail ergründet zu haben. Das muss man auch, wie es scheint. Nun, ich verstehe mich ebenso darauf wie ihr. Ich brauche zu einer Durchsuchung hier keinen Befehl, weil der Wirt mir die Einwilligung dazu nicht vorenthalten wird. Den Wirt geht mein Zimmer gar nichts an. Nach den Gesetzen des Staates Missouri ist jeder in einem Hotel wohnende Gast der vollberechtigte Besitzer des Zimmers, das er bewohnt und bezahlt. Er würde also nicht seiner, sondern meiner Erlaubnis bedürfen. Der Sheriff kannte die Gesetze selbstverständlich auch, nur hatte er geglaubt, dass es einem Fremden gegenüber nicht notwendig sei, sich danach zu richten. Keine Durchsuchung, keine Verhaftung. Und doch war ich beschuldigt. Dazu die Art und Weise meines Auftretens. Er schluckte seinen Ärger hinunter und sagte:
Das beweise ich. Aber ich bin unschuldig verdächtig und muss es mir verbieten, in einer Weise mit Ausdrücken angerempelt zu werden, als ob es schon hunderte Beweise gegen mich vorlegen. Ihr seid belogen worden, Sir. Ich bin nicht der Einzige, zu dem der Bestohlene von seinen Nuggets gesprochen hat. Fragt nur den Wirt und den Oberkellner. Diese beiden gaben zu, dass auch ihnen er seine Geschichte aufgezwungen hatte und den Kasten mit den Nuggets sogar gezeigt hatte. Und fragt den dort auch, fügte ich hinzu, indem ich nach der Tür zeigte, durch die der Prayerman soeben hereinkam. Dieser wusste nicht, dass der Diebstahl schon entdeckt worden war und der Sheriff schon gekommen war. Vater sprang auf, nahm ihn schützend bei der Hand und sagte zu dem Beamten, dieser Gentleman ist ein guter Freund von mir, der allerdings auch alles weiß. Aber ich stehe für ihn ein. Well? Hat er hier gewohnt? Yes. So muss ich auch ihn befragen, trotz eurer Bürgschaft. Sagt Mr. Meyer, werdet ihr so vernünftig sein, mich in eurem Zimmer nachsehen zu lassen? Ja, antwortete ich. Doch stelle ich die Bedingung, dass auch das Zimmer und die Sachen des Prayerman untersucht werden. Einverstanden? Nein, nicht einverstanden, rief Watter. Ich lasse meinen Freund nicht beleidigen. Ich kann nachweisen, dass er während der Zeit, als der Diebstahl ausgeführt worden sein muss, bei mir gesessen hat. Dann bin ich mit ihm auf sein Zimmer gegangen, habe ihn eingeschlossen und seinen Schlüssel mitgenommen. Nehmt euch nur dort diesen Mr. Meyer tüchtig vor, der doch schon durch seine Gewalttätigkeit beweist, dass er ein böses Gewissen hat. Durch diese Wiederholung seiner Beschuldigung nun... Endlich doch erzürnt ließ ich mich zu dieser unbedachten Äußerung hinreißen. Was dieser angebliche Gentleman betrifft, so bin ich über ihn zu Mitteilungen bereit, die euch wahrscheinlich überraschen werden. Er mag zunächst beweisen, dass er das Gewehr des alten Amos seines wohlerworbenen Eigentums ist. Und sodann kenne ich auch ihn in anderen Beziehungen besser, als er ahnt. Ich werde nachweisen, dass er sogar den sonst so vorsichtigen Valley mit auf sein Gewissen hat. Der Prayerman wurde leicht blass und starrte mich aus mit weit aufgerissenen Augen an, als wäre ich ein Gespenst. Valley? Fragte der Sheriff. Welches Bewandtnis hat es mit diesem Valley? Das sollt ihr bald erfahren. Gebt nur vor allen Dingen gut eurem Deputy den Befehl, sich vor die Tür zu stellen, um diesen Verkäufer frommer Schriften nicht hinauszulassen. Ich sehe voraus, dass sie nicht zögern. Halt! Halt! Der Prayerman hatte sich und seinen Mitschuldigen... Der Prayerman hatte, als ich ihn und seinen Mitbeschuldigten belauscht, gesagt, dass er der Entdeckung des Diebstahls mit Vergnügen beiwohnen würde. Jetzt war die Zeit zu diesem Vergnügen da, aber die Verhältnisse waren anders, als er sie sich gedacht hatte. Meine Anschuldigungen kamen für ihn wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Der Boden war ihm schon draußen beim Wettschießen unter den Füßen warm geworden. Jetzt fühlte er, dass er sich dieser Wärme zur Hitze steigerte, und als ich ihn nun gar seiner Bewachung forderte, riss er sich aus dem Schrecken, indem er meine Erwähnung Wellis Scheiße. Sorry. Der Boden war ihm schon draußen beim Wettschießen unter den Füßen warm geworden. Jetzt fühlte er, dass sich die Wärme zur Hitze steigerte. Als ich nun gar seine Bewachung forderte, riss er sich aus dem Schreck, in den ihn meine Erwähnung Wellis versetzt hatte, heraus und war mit zwei Schnellsprüngen durch die Tür verschwunden. Er hatte nichts in den Händen gehabt. Seine Sachen befanden sich also noch auf seinem Zimmer. Daraus war zu schließen, dass er wenigstens sein Gewehr holen würde. Darum forderte ich die Anwesenden auf, mit mir
nach dem Hintergebäude zu kommen, um ihn dort festzunehmen. Ich eilte nach dem Ausgang, da stellte sich mich aber der Sheriff in den Weg und mahnte: »Bleiben Sie, Sir, Ihr seid Angeschuldigter und dürft nicht hinaus. Das hieße ja so viel wie Verhaftung, und die dulde ich nicht, wie ich schon gesagt habe. Missversteht mich nicht, Ihr seid nicht verhaftet. Sondern ich bitte euch, bleibt hier. Bis ich wiederkomme, wollt ihr mir versprechen, das zu tun?« Das kam mir dennoch so urkomisch vor, dass ich mich laut lachend niedersetzte. »Well, ich werde sitzen bleiben, bis ihr zurückkehrt. Aber macht jetzt schnell, sonst entflieht der Prayer Man und der kluge Mr. Water bekommt seine Nuggets niemals wieder.« Sie rannten alle zur Tür hinaus und ließen mich und Hiller unter dem lieblichen Schutz des Deputies im Zimmer zurück. Es war wirklich eine Dummheit von mir gewesen, den Prayer Man zu verraten, dass ich einen Blick in seine Geheimnisse getan hatte. Aber jetzt, da der Sheriff noch eine viel größere beging, konnte ich mich noch mehr über die meinige ärgern. Mir war es in diesem Augenblick gleichgültig, ob sie ihn entrinnen ließen oder nicht. Freilich, wenn ich an den belauschten Plan dachte, der sich auf den rätselhaften Oheim und seinen Neffen bezog, wurde mir das Entkommen des Schrifthändlers einen Strich durch meine Rechnung gemacht hat. Ich hatte gehofft, dass er bleiben und dass ich mich dadurch irgendeine Gelegenheit bieten werde, über diese beiden Personen etwas Näheres zu erkunden. Wenn aber dem Prayer Man die Flucht gelang, konnte ich mir aller Scharfsinn nichts nützen und ich musste wahrscheinlich darauf verzichten, zu erfahren, wer die Leute waren, die hinauf zum Finding Hole gelockt werden sollten. Hiller war glücklich darüber, dass er mit mir hatte gehen dürfen. Er wollte aber nicht begreifen, dass ich zögerte, meinen Namen zu nennen. Es dauerte sehr lange, bevor sich der Sheriff mit seinen Begleitern wieder blicken ließ. Als sie endlich kamen, war der Flüchtige leider nicht dabei. Die Beamten bemerkten den Blick, den ich auf ihn gerichtet hatte, und sagte: »Lacht nicht, Sir.« »Lach ich denn?«, fragte ich. »Ihr tut es, wenn auch heimlich. Ich sehe es euch an. Was ihr seht, ist kein Spott, sondern Neugier, Sir. Darf ich mich vielleicht erkundigen, ob der Prayer Man in seinem Zimmer schlafen gegangen ist? Ich verbiete mir derartige Scherze. Der Mensch ist fort und wir sind ihm vergeblich nachgerannt bis weit vor die Stadt hinaus. War er in seiner Stube, als er hinüberkam?« »Ja, aber er hatte zugeschlossen.« »Ihr musstet ihn doch von zwei Seiten nehmen, von der Tür und vom Fenster aus.« »Das haben wir auch getan, aber als wir unter dem Fenster traten, stand es offen und er war schon herabgesprungen.« »Er hatte etwas von seinen Sachen mitgenommen?« »Nur das Gewehr. Mr. Ross ist dann mit Hilfe der Leiter eingestiegen und hat uns die Tür geöffnet. Wir untersuchten das Zimmer und fanden nichts als einen Koffer.« »Was war darin?« »Fromme Schriften und die Reste von gestern.« »Darf ich einmal hinübergehen?« »Was wollt ihr drüben? Haltet ihr euch für so scharfsinnig?« »Nein.« »Aber es kommt vor, dass es Menschen schließlich doch gelingt, etwas zu entdecken, was andere Leuten nicht beachtet hätten.« So. Tja, Kapitel 19. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch allen alles Gute. Bleibt gesund, bleibt zu Hause. Schaut auf euch und ich hoffe, wir reiten nächstes Jahr Winnetou und Old Shatterhand ins Tal des Todes in Fels am Wagram 2021. Ciao. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ein Schlaganfall kann jeden treffen. Bitte helfen auch Sie jetzt unter schlaganfall-hilfe.de/karlmay.